In der Chemie sind bereits jetzt ein Drittel der Beschäftigten älter als 50. Das stellt die Branche für große Herausforderungen, weil dieses Problem zunehmen wird. Wir brauchen deshalb dringend stärker differenzierte Arbeitszeiten entsprechend der betrieblichen Belange. Die Forderung entspricht nicht der wirtschaftlichen Realität. In der Chemie erwarten wir dieses Jahr eine Stagnation. Dies gilt insbesondere für den Mittelstand. Da ist noch bei der Forderung sehr viel Luft nach unten drin.